Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Haus Flipper. Flippity, flippity, flip, flip. Nächster Auftrag. Ein bisschen Kiessträucher, das machen wir später. Anbauwand. Jemand muss die Wände einreißen. Hihi, gerne. Für jeden. Okay, da kam jemand bei Steam Online. Für jeden, der wie immer den Auftrag lesen will, Pause drücken. So, auf der Minimap sehen wir auch, welche Türen wir einreißen müssen. Und wir können endlich verkaufen. Sehr schön. So. Hehe. Kaputt machen. Kaputt. Ach, das ist die Musik von dem Spiel gerade. Ich dachte hier gerade ernsthaft, mein Handy vibriert. Hehe, was ist kaputt? Wer würde das nicht gerne auch mal bei sich zu Hause machen? Einfach so eine Wand einreißen. So. Hehe. Und da war die erste Wand weg. Oh, ey, weg mit dir. So, neuer Skillpunkt. Leistungssteigerung. Schnelleres Abreißen. Verbesserter Hammer natürlich. So. Packen wir den mal ganz kurz weg. Er ist doch der gleiche wie vorher. Aber der macht jetzt mehr Bums. So. Das steht hier halt immer noch. So, die Wand muss auch noch weg. Wir fangen jetzt einfach mal unten an. So. Hehehehe, das macht einen Spaß. So. Wand haben wir eingerissen. Jetzt ist noch irgendein Zimmer dran. Hier nichts. Okay, da ist noch ein bisschen Schutt. Jetzt ist das alles auch weg. Streiche ich und... ach, schon wieder malern. Schläfrigblau. Das da. Das da. Und... das da. Schläfrig blau. Mehr braucht man nicht. Und einmal ab aufs Bett. Ah, ich kann auch jetzt dreimal streichen. Genau, da war ja was. Da war ja was.
Ich verbrauche eindeutig zu viel Farbe. Das ist nicht gut. Beim nächsten Skill müssen wir mal drauf achten, dass wir nicht so viel Farbverbrauch skillen. Sonst bezahle ich mich hier dumm und dämlich. So, da unten. Ne. Ja, einmal über Ex streichen, wer kennt's nicht? Hehehe. Ich könnte jetzt schon aufhören, wie man sieht, aber ich möchte das noch nicht. Denn ihr seht, das Geld steigt, also mein Einkommen steigt auch, je mehr Prozente ich davon fertig habe. Und wir wollen es natürlich auch ordentlich machen. Gut, dann machen wir als nächstes hier hinten weiter. Na, der eine Farbeimer ist schon leer. Ich habe zu viel Farbverbrauch hier, eindeutig. So, dann müssen wir gleich noch welche kaufen. Ja, komm, das da noch. So. Drei Bahnen, ob das noch reicht? Ne, drei, sechs, sieben, acht Bahnen haben wir noch. Ich glaube nicht, dass das reicht. Nee, das wird nicht reichen. Nee. Dann müssen wir noch einmal kaufen. So, jetzt sind wir fertig. Das verkaufen wir zurück. Haben wir noch ein bisschen Geld. Einkommen 3000, ja. Was will ich mehr? Und das ist ein schönes Zimmer geworden. So, Aufgabe beendet. Und dadurch, dass wir jetzt verkaufen können. Hehehe. Bild weg, Bild weg. Das alles weg hier. Den Schneideradatsch braucht man nicht. Den Laptop darf ich natürlich nicht verkaufen. Der Spiegel kommt weg. Die ganze Küche hier kommt weg. Brauchen wir nicht. So, jetzt können wir hier ganz kurz umräumen. So. Sieht auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus. Das Bad ist das Erste, was wir neu machen. So. Wandfliesen brauchen wir jetzt noch. Wände.
Was nehmen wir für Fliesen? Ich wäre ja für die hier. Ah, ich kann das noch nicht. Schade. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Wir machen aber unseren Fußboden auf jeden Fall im Wohnzimmer auch noch neu. Wir nehmen... Was nehmen wir denn? Wir nehmen dieses Laminat. Sieht auf jeden Fall viel schöner aus. Hell ist... Warte mal, das ist doch Laminat. Ja, ich wollte schon sagen. Die Wände... Das will ich nicht. Die Wände könnte man eigentlich auch machen und die Türen. Jo, das machen wir noch. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit in der Folge. Wände. Wir tapezieren aber, oder? Streichen wir. Ich würde sagen, wir streichen, denn... Wir können es einfach. Und wir machen hier auch zweifarbig auf jeden Fall rein. Denn der Arbeitsbereich wird getrennt. Ah, ist wieder ein Farbverbrauch hier. Mist, ich dachte, das hat gereicht. So, also unser Arbeitsbereich wird auf jeden Fall blau. Wie ihr seht. Und die Farbe sieht auch recht nice aus. Also, ich kann mich nicht beschweren. Jetzt überlege ich halt gerade ernsthaft, ob ich nicht meine Wohnung auch nochmal streiche. So, das ist der Arbeitsbereich. Weg damit, das kann auch weg, der kann weg. Wisst ihr was, der kann auch weg. Und jetzt brauchen wir noch eine Farbe für den Wohnbereich. Da nehmen wir Frühlingsgras. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Ja. Das sieht nice aus. So. Einmal bitte aufs Bett hoch. Können sich die Nachbarn wenigstens ohne mehr beschweren? So. Ja, der eine Farbeimer ist leer.
Ja, machen wir das kurz so hier. Dann einmal das Stück. Doch, ist alles gleich, ich wollte schon sagen. So, dann diese drei Wände noch. Warum? So. Hier drinnen müssen. Oh, ein Skillpunkt. Das da. Weniger Farbe verschwenden natürlich. So. Sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Also, ich kann mich nicht beschweren. Ich find's geil. Ja, unser kleines Häuschen nimmt Gestalt an. Ich hoffe, es hat euch aber mal wieder gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, bleibt gespannt, genießt den Tag und bye bye.